Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen FIFA Ultimate Team Part bei mir. Ich mache heute mal ein Spiel live mit euch, komplett und ungeschnitten, ohne doppelten Boden zusammen. Will euch kurz mal meine aktuellen Teams zeigen, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare Vorschläge machen, wen man da noch so ersetzen kann, wen ihr da noch empfehlen würdet. Ich werde heute ein Spiel mit meiner Bundesliga-Mannschaft machen, habe hier eine 4-2-3-1 Aufstellung. Und ja, ihr seht hier einmal im Tor habe ich Horn reingemacht. Auf der linken Seite haben wir Hector, Innenverteidigung Sokratis und Tah. Auf der rechten Seite bin ich übelst begeistert von Mitchell Weiser. Den finde ich einfach wirklich super. Der kann nach vorne auch super mitarbeiten. Und im Mittelfeld haben wir hier einmal Kimmich und Thiago. Ja, beide sehr gut. Vor allen Dingen Thiago. Ich finde auch Kimmich, dafür, dass er ein 78er ist, keine Ahnung, finde ich ihn super gut. Linke Seite haben wir Coman und auf der rechten Seite Bellarabi. Da habe ich auch schon einige ausprobiert. Ich habe hier auch mal Dembele geholt. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Dembele. Das ist schwierig mit der Betonung. Ganz schön schwierig. Von Dortmund. Aber irgendwie, der hat mich nicht so umgehauen. Und ja, ich weiß, so ein Douglas Costa könnte man sich auch holen. Aber so viele Münzen habe ich ja auch nicht am Start. Aber ich finde, das Team ist wirklich ziemlich solide. Und ja, warum eigentlich nicht? Im Mittelfeld hier ZOM spiele ich jetzt mal mit Draxler heute. Was hat er denn? 4 Spiele schon. Hat er aber jetzt eine Weile hier Sabitzer benutzt. Und Sabitzer, was hat er eigentlich schon? Ein Tor geschossen oder so? Nur eine Vorlage gemacht. Aber der war auch nicht schlecht. Aber da kann man so viele ausprobieren im offensiven Mittelfeld. Draxler hat mich aber bis jetzt noch nicht so umgehauen. Aber von wem ich extrem begeistert bin, wer auch mit Sicherheit das Titelbild dieses Videos bekommen hat. Auch wenn ich den Typen eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ich weiß nicht warum. Das ist so eine gewisse Antipathie, die ich gegen den habe. Aber der trifft einfach wirklich ziemlich gut. Und das ist Timo Werner, mein Stürmer hier in meinem Bundesliga-Team. Das auf jeden Fall dazu. Ich zeige euch nochmal ganz kurz meine Premier League-Mannschaft, die ich sonst auch noch habe. Also ich komme zurzeit kaum zum Spielen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und da seht ihr hier einmal, ja, also ich will jetzt nicht so groß drauf eingehen. Gibbs hier, Mustafi, Zuma, dann Gabriel. Warum eigentlich Gabriel? Warum habe ich eigentlich keinen rechten Verteidiger? Fällt mir gerade auf. Ah, hier, den muss ich da mal hinmachen, wenigstens, Debuchy. Und ich habe jetzt mal Sané reingemacht, habe aber eigentlich diesen Dier da auf der rechten Seite. Sané hat jetzt ein Spiel bei mir gemacht. Ja, ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, der andere ist halt besser. Im Mittelfeld haben wir wirklich 3 sehr starke Spieler, meiner Meinung nach, mit Xhaka, Emre Can und Milner. Aber auch da gibt es wirklich verdammt viele Alternativen. Und auf der linken Seite haben wir Son. Ja, Son, den habe ich mir aber irgendwann da zusammengefriemelt. Und bei diesem, Squad-Build-Challenge. Und im Sturm bin ich mir immer sehr uneins. Also ich habe jetzt ganz frisch drin Benteke, hat sich natürlich direkt verletzt. Hat noch kein Tor geschossen, aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem geeigneten Premier League-Stürmer, ganz ehrlich gesagt. Der gut und günstig ist. Aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Ich habe schon einige ausprobiert. Slimani hatte ich auch schon. Ich weiß gar nicht, wen ich schon alles hatte. Ich hatte aber auf jeden Fall schon einige mit dabei. Auch mit diesem Batshuayi. Den habe ich auch schon mit reingemacht. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich im Spiel wieder. Bis dann. So, mein nächster Gegner hat Zlatan Ibrahimovic vorne mit im Sturm. Das ist natürlich schon mal... Ja. Aber warum ist da oben... Warum ist da ein Atletico-Stürmer mit dabei? Der passt doch jetzt... Eigentlich fast gar nicht ins Spiel rein. Ach, Gündogan, den habe ich ja noch nie beachtet. Ich weiß gar nicht, was der kostet, aber der wäre bestimmt auch mal interessant, den auszuprobieren. Kevin De Bruyne, weiß ich alles nicht, was die kosten. Die kosten wahrscheinlich mehrere hunderttausend, also so eine De Bruyne auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir den uns holen und ob ich mir die überhaupt hole. So, und jetzt auf jeden Fall Obacht! Und egal, was jetzt hier bei diesem Spiel rauskommt, ich werde es nehmen. Ich werde euch dieses Spiel zeigen. Weil ich es kann. Ich finde das Trikot vom Gegner auch ziemlich geil. Aber warum ist der da oben nicht weitergelaufen? Oh, großer Fehler. Ja. Oh, ja, Elfmeter. Also ja, ganz klare Kiste. Der hat es nicht gut gemacht. Das hat er nicht gut gemacht. Und jetzt, tja. Ja, ich habe ja den Pfeil hier drin. Ich kann diese Elfmeter nicht. Ich kann sie nicht. So ein Scheiß. Vor allen Dingen mit dem Pfeil. Habt ihr gesehen, wie sehr das rumgeruckelt hat? Mein Controller. Zu Weihnachten wünsche ich mir vom lieben, guten Weihnachtsmann einen neuen Controller, der mich in FIFA wieder Elfmeter schießen und treffen lassen wird.
Und jetzt kommt Werner mit Tempo 90 aufs Tor zu. Oh. Ja, dann geht er halt so rein. Immerhin. Timo Werner, siehst du, da macht er wieder sein Tor. Neuntes Spiel, 9 Tore. Werner alleine ins gute Glück. Elfmeter treffe ich nicht, aber hier so Dinger, die mache ich dann gerne mal. Ja, die muss man halt eigentlich auch machen. Das sind wirklich Pflichttore. Aber auch die kann ich immer mal wieder verkacken. Das ist gar kein Problem. Oh, das war ein super Pass. Shit. Also ich bin jetzt frisch übrigens in Liga 6 aufgestiegen. Das ist jetzt mein zweites Spiel da. Der kommt mir jetzt nicht so stark vor, aber er macht hier ein Tor. Er macht hier ein Tor, weil keine Ahnung warum. Keine Ahnung, warum er das Tor jetzt gemacht hat. Ich weiß es nicht. Was habe ich da falsch gemacht? Er guckt sich ja nochmal an. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Und hier, ja, gut, dann ist halt der Mittelfeldspieler nicht mehr dran. Wenn ich ihn nicht angreife, macht er natürlich auch kein Tor. Er guckt es sich jetzt natürlich nochmal gerne an, weil er das unglaublich gut gemacht hat. Unglaublich gut. So. Ich müsste eigentlich mal sagen, ich mache mal ein Spiel, eine Mannschaft, eine komplette Trickser-Mannschaft. Dann versuche ich endlich mal Tricks im Spiel. Aber ich will auch mal gewinnen. Da will man auf sicher spielen. Warum passt der nicht einfach? Ich weiß es nicht, aber weiser. Ach, schade, Karius. Ja, bestimmt auch gut im Tor, so ein Karius. Komm, warte, hier jetzt nicht aufs Tor machen, sondern den Pass machen. Dann geht da meistens noch was, aber in dem Fall nicht. Gut. Draxler, wann kannst du eigentlich noch was machen, Draxler? Ah, ja, da zum Beispiel. Was, der ist durch meinen Spieler durch, auch interessant. So, dann Kimmich. Ah, jetzt ist natürlich die Mitte offen. Habe ich schon eigentlich auf Defensiv? Nee, habe ich nicht. Er versucht halt wirklich mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Jetzt will er mich hier auspassen, ja, auskombinieren. Aber nicht mit mir! So, jetzt mache ich das gleiche Spielchen mit ihm auch. Und er macht hier unten die Lücke auf, das ist schon mal schön. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich meinen berühmten Berberspin da machen. Scoop Turn oder wie auch immer man das auch noch nennen würde. Na, du werf schon. Du wirfst doch eh zu mir, genau. Ah, ah. Also, wenn er auf sicher gehen will, dass ich das Ding nicht treffe, dann muss er eigentlich nur einen Elfmeter provozieren. Dann klappt das schon. Ah, ja. Also eigentlich finde ich mich ziemlich gut in dem Spiel, muss ich sagen. Mein aktueller Stand. Ich finde mich gut. Oh. Und der Schuss aus der Drehung klappt leider nicht. Draxler. Aber ich dachte, es war nicht. Ich dachte, da war keiner mehr dran. Aber immerhin dann die Ecke bekommen. Und Karius. Vor allen Dingen Karius hier auch so ähnliches Trikot wie ich, ne? Mach ruhig. Ich dachte, der wirft jetzt ab. Aber schön. Dann kriege ich den Ball direkt wieder. Kimmich. Wo ist eigentlich Bellarabi, wenn man ihn mal braucht? Oh, kommt mal abseits. Na, komm. Pfeift er das noch? Ne, das pfeift er nicht. Oh. Komm, durch. Warum? Was? Der ist doch... Oh, ich dachte, der Torwart war dran. Ey, krass, krass. Knappe Sache. Und wieder mal ein Eckball für mich. Ich mach den mal da vorne so hin. Und den haben wir noch. Aber den nicht mehr. Oh. Nein, komm. Ja. Ja, ich mache jetzt geradezu dumm nach vorne, finde ich selber, merke ich gerade an der Stelle. Vielleicht ist es mal wieder Zeit für eine Fail-Analyse. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Komm. Nein, 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 nein. Oh, Kimmich, schön gemacht, schön gerettet. Hector. Und rüber das Ding. Bellarabi. Der kann doch jetzt nach vorne laufen. Ja, Weiser kann es auch.
Ja, da wollte ich jetzt auch geradezu. Ja, der war doch meiner. So, jetzt habe ich den klassischen Fehler gemacht und der führt jetzt natürlich hier zu einer Großchance bzw. zum Tor mit Zlatan. Ich vergesse auch noch, dass der Ibrahimovic hier auf dem Platz hat. Ab nach vorne. Ich bin hier voll angestrengt, sitze ich hier. Den wollte ich nämlich eigentlich machen. So, und faul? Nee. Guck mal, jetzt macht der voll hektisch nach vorne und kriegt im schlimmsten Fall sogar noch den Ball dann auch. Nein, doch nicht dahin. Ja, Bellarabi, schön durch. Komm. Zieh. Bellarabi. Der Schuss. Oh, hey, Werner. Wie kann er den vergeben? Wie geht das? Das war auf jeden Fall eigentlich eine hundertprozentige, finde ich. Oh, shit. Komm, Werner. Hast du noch? Hat er nicht. Ja, nee, so geht das. Und dann liegst du gleich 2-1 zurück nach dem Spiel, was eigentlich eine sichere Nummer hier sein müsste für mich. Eine ganz sichere. Ich finde das sehr überragend von mir. Guter Ballbesitz. Gute Passgenauigkeit. Es gab nur einen Foul. Okay. Draxler, ich weiß nicht. Es gibt noch so viele andere da im ZOM, die man nehmen könnte. Ich habe auch mal an die Inform-Varianten von, wie heißt es nochmal, von Keita gedacht. Und wie heißt der nochmal, der Anne Forsberg? Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Forsberg gibt es als Inform. Den könnte man auch mal ausprobieren. Kostet, glaube ich, so um die 30.000. Das ist ein ganz dummer Fehler, den ich da mache. Weil jetzt wird er nämlich ganz stupide den ganzen Tag nur noch geradeaus rennen. Und ich komme nicht ran. Aber jetzt doch Konter. Komm, Draxler. Kimmich. So war es nicht geplant, aber... Ach, shit, ich hätte direkt schießen müssen. Ich dachte, ich nehme wenigstens einmal mit. Doch wieder ein Fall für eine Fail-Analyse. Aber das fand ich gut gemacht hier von mir mit Sokratis. Lass das mal den Papa machen. Komm, Werner. Ja, Werner, den hast du jetzt aber. Nein. Das war zu nah. Zu nah zum Torwart. Ich glaube, der ist schon ziemlich auf Defensiv. Was? Jetzt finde ich, mache ich ihn eigentlich ganz gut zu da. Das Luder mache ich gut zu da. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Bellarabi. Und jetzt Werner wieder. Den kann er sich erkämpfen. So ein... Komm. Oh, da kommt der noch dran. Ist das dreckig. Das ist echt dreckig. Also der spielt nicht wie einer aus der Liga 6, finde ich. Da habe ich schon bessere Gegner. Aber da muss auch von mir noch ein bisschen mehr kommen. Komm. Ich meine, ich muss ein Tor machen. Nimm zum Beispiel einen Werner. Einen Timo, ja. 2-1, hochverdient meiner Meinung nach. Werner schon wieder 2 Tore hier in einem Spiel. Macht er gerne mal. Wie gesagt, ich bin halt wirklich super zufrieden mit dem. Ich weiß auch nicht, warum der so günstig ist für das, was er kann. Ne, da sind andere teurer, die können aber nicht so viel. So. Oh, herrlich, Kimmich! Und gleich noch ein hinterhergesteckt hier. Kimmich zum 3-1. Ich würde mal sagen, läuft, ne? Das läuft. Also das war wirklich ein perfekter Laufweg. Und er kriegt ihn dann auf den Fuß und dann zack, das Ding rein. 3-1. Jetzt gucke ich mir auch mal so ein Tor halt mal an, ne? Und jetzt wird er, jetzt tickt er aus, der Gegner. Jetzt tickt er vollkommen aus. Ich sag's dir. Guck, da geht das schon los. Völlige Verzweiflung. Völlige Verzweiflung. Oh. Kriegt der jetzt einen Einwurf? Oder war ich da dran? Da gibt es erstmal die gelbe Karte hinterher. 66 Minuten vorbei.
Milner hat er ja, stimmt. Coman. Thiago. Kimmich. Oh, Latte. Meine Herren. Komm, da geht noch was. Da geht noch. Oh, schade, Werner. Ja, war mutig. Aber auch uneffektiv. So, Coman. Über den ging bis jetzt noch nicht viel, aber er will hier noch eine gelbe Karte kassieren, glaube ich. Ja, das hat er wieder, der perfekte Laufweg von Kimmich. Und dann kriegt er doch tatsächlich den Abstoß. Ah, ärgerlich. Also da war wirklich schon wieder mehr drin. War wieder richtig geil durchgespielt da vorne. Wobei ich nicht weiß, ob der Gegner sich jetzt schon aufgegeben hat oder nicht. Man weiß es nicht. Komm. So, perfekt. Hier in der Mitte ist alles frei. Alle, die von Freiheit träumen, sollen es feiern, nicht versäumen. Hector. Da oben, alles frei. Aber er hat jetzt schon nach hinten sich irgendwie, ne, ziemlich defensiv. Ah! Ja, das kann man machen. Oh nein, ey. Und dann kriegt er ihn wieder von mir geschenkt. Eingetütet und verschenkt. Und einmal ein Seitenwechsel. What? Hector und Coman. Der kann mal losziehen, der kann das. Ja, Junge, so sieht's aus in Budapest. Oh, komm mal. Ach Mann, schade. Komm, Coman, hol ihn dir noch. Und ab dann nach vorne. Ja, das ist jetzt wieder zu hektisch von mir gespielt. So ein Kopfball musst du halt auch mal gewinnen, ne? So, schön. Sokratis ist halt echt eine Bombe. Das ist die absolute Bombe. Oh, das war mutig. 82 Minuten vorbei. Ich meine, es ist jetzt alles ziemlich chillig. Ich führe mit 2 Toren. Eins kann er machen von mir aus. Aber sonst wird es halt eng. Aber ich will jetzt das Spiel auch gewinnen. Ne? Das sollte jetzt auch zu gewinnen sein. Nein, nicht schon wieder so ein Fernschuss-Tor. Aber eines seiner wenigen Schüsse aufs Tor immerhin. Er hat ein kleines Erfolgserlebnis. Und ich heute ein großes. Kann man gelb geben? Muss man aber nicht. Guck mal, wie er ist extrem auf defensiv. Und da liegt Draxler am Boden von Gündogan. Entschuldigung. Was gibt's denn dafür? Was gibt er denn dafür? Komm, hol die mal her. Komm mal her, mein Junge. Komm mal her, mein Junge. Ich gebe dir jetzt was. Ich habe hier eine schöne gelbe Karte für dich. So, Weiser. Wir versuchen es einfach mal direkt. Oh ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Oh komm, oh Mann, ey, weißt du, da gehe ich so klug da rein. Ich fand, das war gut. Ich fand's gut. Ich fand das wirklich extrem gut. So, dann können wir jetzt mal auf Offensiv gehen, finde ich. Das ist ja jetzt sowieso egal. Kimmich. Zack. Ah ja, gut, nee, da wird nichts mehr. Haha, Kimmich. Er will es wissen, dann will ich es aber auch wissen, dann kretsche ich auch nochmal rein. Aber da gibt es hier den Abpfiff. Das 3:1 steht somit fest. Ich finde, ich habe mich gut geschlagen heute. Das war eine erfolgreiche Partie. Außer das mit dem Elfmeterschießen. Vielleicht mache ich einfach mal ein extra Video, wo ich Elfmeterschießen übe. Schade, das hätte ich jetzt laufen lassen können. Ah krass, hier, ziemlich viele 9 Komma. Nicht schlecht, außer Horn da hinten. Ja. Hat halt einen draufgekriegt, einen guten. Vorlagen Draxler 2. Also das kann man jetzt hier nicht bemängeln auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt über eure Kommentare, wenn ihr so Vorschläge habt, wenn ihr auf jeden Fall so euren Geheimtipp oder euren Tipp, den ihr empfehlen könnt an Spielern, vor allen Dingen für meine Bundesliga-Mannschaft oder als Stürmer für mein Premier League-Team, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich probiere die dann mal aus. Ich gucke mal nach, ob die was für mich sind.
Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier sehen wir meine eindeutige Differenz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich versuche dann demnächst auch wieder weiter Premier League Ultimate Team Spiele zu machen und euch die zu zeigen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Basti oder auch Modern Consumer. Schaut in die anderen Links hier noch gerne rein. Bis dann.